Was gibt's denn sonst noch für Fahrzeuge, außer jetzt normale und Jeeps und Busse? Gibt's auch ATV, also Quads? Ja. Dann gibt's halt verschiedene Sorten Helikopter. Mhm. Little Bird oder halt hier, wie wir jetzt haben, Huey. So was. Little Bird gibt's auch, das ist ja cool. Ja. Dann gibt's Boote. Ah, die sind meist richtig langsam. Ja, bringen ja auch eher weniger, was würde ich jetzt mal glatt behaupten. Gibt ja keinen See oder so, der durch die Map führt, oder? Ja, nicht so wirklich. See? Nee, der Kanal. Ist das Haus da begehbar? Nee. Wenn du die Tür aufmachst? Ich muss gerade mal gucken, wo wir hier überhaupt sind. Ah, mittendrin. Mogilewka, über Tscherno. Gerade. Über Tscherno? Ja, bei Tscherno ist das in der Nähe. Naja, Tscherno ist aber weit weg. Bei mir zumindest. 3200 Meter. Ich finde, das ist weit zu Fuß. Das geht. Aha, orangenes Verbindungssymbol. Habe ich auch. Ja, ich habe gelb. Jetzt ist ja, meinte ich ja. Ich sehe das schon kommen. Wir verlieren. Irgendeiner verliert von uns die Verbindung. Bus. Was hast du, Tobi? Und da steht Bus. Wir müssen uns langsam mal einen Plan einfallen lassen, weil der Tank hier schon auch nicht ewig Verbindung. Wird. Das ist immer kritisch, wenn du gerade im Heli sitzt. Ey, rote Verbindung. Ja, ich hab auch rot. Seht ihr den? Ich sehe keinen Bus. Seh den gerade auch auf die Straße ah, steht. Ja, doch, jetzt sehe ich ihn. Den sieht man ganz schlecht. Ups. Ja, der ist doch ein Bus, oder? Ja, ich glaub schon. Neben dem schwarzen Haus da, Walle. Direkt vor der Kurve. Der Kurve? Ach, da vorne, ja. Ja, genau. Und dass ich da irgendwie auf der Wiese lande? Willst du nicht links davon landen? Oder? Ja, ist egal. Mach einfach, wie du denkst. Kann doch mitten auf der Straße landen oder auf dem Bus. Dann wär kritisch. Das Problem ist, das ist Daisy. Spätestens wenn wir über den Bus aussteigen, sind wir tot. Ja. Ganz klar, eiskalt. Aber der sieht auch gebuggt aus. Der hängt da anscheinend in der einen Barrikade, wenn ich das richtig sehe. Don't kill me. Lass mich mal aussteigen, weil ich guck mal eben. Ja, warte. Der erstmal richtig runter. Oh, fuck, da sind Büsche. Oh. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Yes. Der ist ausgebrannt. Lass sein, der ist ausgebrannt. Stimmt, jetzt sehe ich es auch. Seid ihr alle drin? Ich bin drin, aber Tobi nicht. Doch, Tobi ist auch drin. Tobi auch? Weiter. Ich muss gerade hoch, weil wir sonst hinten gegen den Baum gerutscht werden. Das ist nicht so gut. Mhm. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ach ja. Schauen wir mal nach Story. Hier habe ich ja Lust, in den Seitenkanal was reinzuschreiben. Wir fliegen jetzt mal nach Starisovo. Wenn er da, wenn er Glück hat, mal ein paar NPCs killen oder so. Ich weiß nicht, wo er ist. Guck mal hier, das hier irgendwie. Da so. Ah, sehen wir nur 2500 Meter. Kennt ihr alle Spawns in DayZ oder nur so ein Teil, wo man spawnt? Oder ist das wirklich ganz, ganz Zufall generiert und es könnte eigentlich überall sein? Nee, ist meistens an der Küste. So Solnici, Tscherno, Elektro, Figuruki und so. Und warum bauen wir uns dann nicht irgendwie bei Petrovka oder so ein Lager? Ganz oben oder was? Mhm. Aber wobei das Airfield, glaube ich, in der Nähe zu nah dran sogar. Ja, eben. Kommt nicht gut. So, pass auf, ich lasse euch hier mal gerade raus, so ein bisschen noch im Flug.
Geh mal runter hier. Also über dem Feld. Ich mache lieber den Autohober on, sonst haben wir nachher keine Idee mehr. Nicht gut. Tobi, bist du draußen? Nein. Willst du nicht? Nee. Dann geht der Paddy jetzt alleine. Ja, ich mach das schon. Ich ja, bin ja schon Killer. Aber du kannst mich mal rauslassen, wenn du willst. Muss nur aufpassen, Paddy. Ich habe hier das letzte Mal noch ein paar NPCs gekillt, 3 Stück. Okay. Gerade die haben dicke Waffen dabei. Sobald die dich anvisiert haben, einfach laufen. Also immer in Bewegung bleiben. Ja, weil die haben quasi Aimbot an. Dann treffen die dich nicht. Oder selten. Da ist ein Zombie mitten in den Dingern. Zelten. Muss halt ein bisschen darauf achten, ob du Schüsse hörst. Rennen die schon zu mir? Ach, die haben dich gehört, glaube ich, gell? Nö. Ah, die haben mich gehört. Feldration kann mit Sicherheit auch nicht schaden mitzunehmen. Hier ist ein Auto. So ein blaues oder so. So ein kleines, ja, altes. Ja, ja. Ja, ist, damit kannst du nicht fahren. Das ist irgendwie total komisch. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Also bis jetzt habe ich noch nichts. Wenn du weiter willst, Walle, sag Bescheid. Oder stell dich mal am besten irgendwo hin und mach mal den Motor aus. Den Sprit. Ich bin ganz oben, jetzt gerade in der Luft. Mich kann quasi keiner sehen. Wir haben noch genug Sprit. Noch nicht mal das erste Drittel weg. Holzstapel? Nö, ich will keinen Holzstapel. LOL! Helicrash! Wo? Jawohl, Helicrash! Ich bin ganz oben in der Luft, über 1000 Meter, und rechts da hinten, da brennt irgendwas. Hol uns mal ab, Junge. Ja, ich komme gerade runter. Aber es dauert ein bisschen, weil ich bin doch schon mega krass oben in der Luft. Jawohl, Junge! Wieder zum Landeplatz, wo du uns rausgelassen hast? Ja. Entweder, oh mies, doch, das ist ein Helicrash, das ist, ja. 1000%ig. Nice one. Schönes Ding. Bin unterwegs. Guck mal nach oben in die Luft, ob ihr mich schon seht. Ich sehe nichts. Ito. Doch, ich sehe dich, jetzt sehe ich dich. Ja, mal, da hinten ist ein Helicrash. Optimal. Bin ich Knorke. Ist echt Knorke. Wo siehst du ihn denn? Da, wo wir auch rausgelassen wurden. Wenn du da ganz nach oben guckst, dann siehst du ihn. Nein, oder? 10 Minuten Restart. Ja. Sonst ist er nämlich gleich weg. Oder ihr lauft einfach. Ah, wohl, nee. Blöd. 10 Minuten müssen wir den Helikus geräumt haben. Ja, ich gehe aber mit raus. Kommt ihr rein? Bin drin. Bin als Passagier drin. Ja, ist egal. Auf zum Helicrash. Hey, als Passagier ist das viel cooler. Wieso hat man als Passagier einen Steuerknüppel in der Hand? Ach, da hinten? Ja, Mann. Geil, oder? Ah, ich seh's. Ja, ja. Mann. Natürlich. Und Lande da gibt's gleich, dicke Junge. Waffen. Da gibt's dicke Waffen, Junge. Da steht auch ein Auto, oder? Ja, da steht ein Auto, wenn ich das richtig sehe.
Oh Junge, das ist scheiße mit dem Autohover. Das ist richtig blöd. Boah, 10 Minuten haben wir locker Zeit. Ja, da unten sind Zombies. Jo, okay, Crash. Eindeutig. Billig. Dann springe ich ab und erschieß die direkt. Guck bin einfach draußen. Mal so, ob du so, ja, ich auch. Ob du einfach so. Erster tot. Boah, chillig. Und die anderen rennen weg, sauber. Ich muss hier mal ganz auf den Boden gucken, so. Weil das ist hier manchmal so ein bisschen buggy, sag ich mal. Wenn jetzt hier nichts. Jo, ich werde hier angegriffen. Alice Pack. Nice, das ist der beste Rucksack, den du haben kannst. Wie hier nehme ist eine ich M14. Wie nehme ich den Alice Pack mit? Drauf gucken und dann mit dem Mausrad drehen, bis da steht Take Alice Pack. Hier gar nichts. Ich kann den nicht mitnehmen, ich kann den nur öffnen. Ach, hier gar nichts. Tobi hat ihn, gell? Da kann ich ja, mein Alice Pack bestimmt. Ah ja, stimmt, bestimmt sogar. Dann hab ich dir, glaube ich, meinen Rucksack gerade in deinen Rucksack gesteckt. Scheiße. Ey, ich finde hier gar nichts, Jungs. Ich hab nur eine M14 gefunden, aber nur mit einem Magazin. Finde ich echt komisch. Tobi, hast du meinen Rucksack in deinem Rucksack? Geht das überhaupt? Weiß ich nicht. Aber ich habe keinen Rucksack mehr. Ich habe hier keinen Rucksack drin. Scheiße. Dies hier ist ja wirklich gesehen von der M14 gar nichts. So wirklich, ne? Ne, ich finde auch keine Munition. Oh, hier liegt die. Habt ihr auf den Hochstand schon geguckt? Ja, da ist aber nur Pfeil und sowas. Bleib mal da stehen. Hadi. Ja. Ach, hast mich gerade wieder ja, du weißt schon. Lass mich gehen. Sollen wir wieder düsen? Ich muss auf jeden Fall irgendwo hin, wo ich jetzt einen neuen Rucksack herkriege. Supermarkt, Ben. Ja, ne? Aber das Problem ist, die sind ja auch wieder nur in Städten, wo, naja, gefährlich. Ja, eben. Sonst fliegen wir wieder nach Berenzino. Hier gerade einer auf den Heli geschossen. Jo. Ja, ich hab's auch gehört. MP5 Munition? Braucht die einer? Ne. Wo habt ihr denn gesagt, wo steht denn hier noch ein Auto? Dachte ich, das sah so aus. Ist der Hochsitz. Ja. So, ich geh wieder zum Heli. Oh, das ist richtig mies, dass hier jetzt nichts mehr liegt, außer die eine Waffe. Ja, vielleicht finden wir ja noch einen. Will die eine haben? Hat die schon einer? Ich habe keine Munition dafür und keinen Rucksack mehr, ich kann sie nicht mitnehmen. Gerade ich könnte sie vielleicht mitnehmen. Also ich habe 3 Magazine jetzt dafür. Für die Waffe? Ja. Mies. Ist sie auch für deine Waffe? Muss der so zittern? Ja, für die M1014 ist sie. Magst du mir die Magazine geben, dann würde ich die Waffe mitnehmen. Ja, warte kurz. Warte, ich muss hier erst eben suchen, die Waffe. Ja, ich hab die ja. Aber ich kann sie dir, glaube ich, wenn es geht. Siehst du da noch meine Waffe irgendwo? Deine AK? Ja. Guck mal. Ja, ich hab sie, warte. Ich kann dir wohl noch ein AK-Magazin geben.
Jetzt müsste die M4A1 Dingsbums mit drei Magazinen da liegen. Fuck. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Die verlieren alle Connection. Ich sehe die nicht. Ja, dann nehme ich sie kurz. Ja, hier im Busch die abzulegen ist aber ein bisschen doof. Ja, dann komm her. Hier. Schnell. Jetzt, hier. Siehst du? Ja, ich sehe sie. Gut. Jo, hab sie. Da liegt meine AK. Müsste ein Magazin bei sein. Zwei Stück, ja. Jo. Ist auch die Waffe was? Jo. Schmerzmittel war gegen Zittern, gell? Ja, ja. Painkillers. Ja, der hat das ja auf Deutsch irgendwie. Naja, Schmerzmittel. Warum auch immer, der das auf Deutsch hat und dir nicht. Voll unfair so, ne? Ich schwöre. Weil ich's kann. Das kannst du aber einstellen in den Optionen, also zumindest kann ich das bei mir einstellen. Ja, ich nicht. Ich kann auch nur Französisch oder Spanisch. Das sind Alternativen. Ja, aber Spanisch bringt mir ja natürlich nichts. Aber Französisch, ne? Ja, auf jeden Fall. So, ja, sollen wir dann kurz steigen wir jetzt bleiben? Wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, dann lass doch gleich hier bleiben, wenn jetzt eh alle die Verbindung verlieren. Ja. Also ich steige auf jeden Fall mal ein, falls der irgendwie sich wegbacken sollte. Ja, meinst du echt, wir sollen einsteigen? Weil sonst backen wir ja auch alle rum. Nö. Steig einfach ein. Dann warten wir kurz, dass der... Wieso kann man eigentlich Glas entfernen? Ja, weil du das jetzt neuerdings, ist das glaube ich nach dem Update so, dass du Sachen nicht nur ans Auto dranbauen kannst, sondern dass du die auch abbauen kannst. Das ist in einer Hinsicht natürlich cool. Also ich bin im Heli. Gut, dann sehen wir uns nach dem Server Connect wieder, wa? Jo. Ja. I'm going in. Game Fighters. Cheers.